Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Doom. Genau, diesmal machen wir es richtig. Jetzt weiß ich nämlich Bescheid, wo wir überhaupt lang müssen. Ich würde aber sagen, dass wir genauso anfangen wie sonst immer, ne? Also mit der Kettensäge einfach mal rumrennen, alles niedermetzeln und dann im Dunkeln halt rumrennen. Wir wissen ja, dass da irgendwo eine Brille gibt. Und wir wissen ja auch, dass es eine Brille gibt, wo wir noch nicht ins Dunkle müssen, also erstmal dunkeln rumschleichen müssen. Dann können wir nämlich erstmal die ersten alle wegsägen und dann nachher nach hinten verschwinden. Also, falls irgendwer nicht weiß, was ich meine, einfach zuschauen. Ich knall die erstmal hier ab, soweit es mir möglich ist, ohne irgendwie zu sterben. Also habe ich nämlich nicht vor, hier so schnell zu sterben. Obwohl, jetzt sind wir schon wieder bei 78, das ist immer das Blöde. So, die Waffe nehmen wir diesmal gleich mit. Das haben wir, also die habe ich ja beim letzten Mal richtig vermisst. Obwohl hier, obwohl wir die eigentlich sowieso nicht benutzen wollen. Allein schon, weil wir uns immer selber in die Luft sprengen damit. Naja, was soll's. Ja, hier rüber. Dann, obwohl, nee. Ich weiß gar nicht, ob wir den Knopf drücken müssen oder nicht. Aber dann öffnet sich das hier nicht, ne? Genau, also das muss ich öffnen, also müssen wir da lang. Hier ist nur eine Leiche gewesen. Genau. Okay. Ich will ja auch gar nicht so weit da rum rätseln, sondern gleich, ich sag mal so, durchrushen. Ne? Also, das Level dauert ja lange genug. Also, einfach schnell hier durch. Ja, komm. Einsammeln. Ja, schnell durch. Sofern es mir möglich ist mit diesen Hin- und Her-Rutsche. Aber bis hierhin geht's. Den hätte ich jetzt gerne noch mitgenommen. Naja, war nix. So, aber hier haben wir noch einen. Wir sind immer noch in diesen, nee, jetzt nicht mehr. Also die Schrot rausgeholt. So, dann können wir nämlich die Tür öffnen und dann gleich abfeuern. Dann ist er nämlich weg. Hier kommt gleich ein Kollege, den wir umlegen müssen. Dann nehmen wir den auch gleich mit. Na komm, zeig dich nochmal. Na, nicht daneben schießen. Den haben wir gekriegt. Und da ist noch einer. Na komm. Das war wieder zu weit gerutscht. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz nach vorne. Und jetzt hat er uns schon wieder so viel Leben abgezogen, dass es schon wieder richtig scheiße ist. Na gut, jetzt haben wir aber wegen der Kettensäge. Dann können wir nämlich mit der Kettensäge so richtig schön ordentlich. Ich werde mal den Knopf nicht drücken. Mal sehen, ob wir da. Also, was der überhaupt bewirkt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde den mal noch nicht drücken. Die kommen ja später hier. Und. Ja. Erstmal hier durch. Da, wo wir normalerweise eigentlich durch müssen. Wo wir nachher weiterkommen. Hier ist nämlich gar nichts. Also, Menschen dürfen hier nicht rein. Ich hab's noch vorgesagt. Ne? Also, vorgelesen wollte ich gerade sagen. Aber ich hab's noch gesagt. Und jetzt öffnet sich diese Tür. Und ich hab das niemals gecheckt, dass überhaupt diese Tür hier öffnet. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Das machen wir aber erst fast zum Schluss. Erstmal sammeln wir die anderen. Na komm, öffnen. Genau, erstmal sammeln wir die anderen Dinger. Wollen wir die nur zersiegen oder mit einem Raketenwerfer? Ich würde sagen Raketenwerfer, ne? Dafür müssen wir die aber erstmal anlocken, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, die kommen von alleine. Das sind sie ja sonst auch immer. Auf jeden Fall höre ich noch niemanden. Muss er erst reinballern? Hallo? Der zieht noch. Der zieht nur ewig in der Länge und das ist das Blöde. Am besten immer rinnen, feuern und dann müssten sie eigentlich kommen, ne? Oder von wo kommen die? Die müssten eigentlich von hier kommen. Da und da. Ja, jetzt kommen sie. Ah, die kommen von da. Wie kommt denn das, dass die von da kommen? So, drei haben wir weg. Aber da waren noch nicht alle, ne? Also eigentlich müssten da noch welche kommen. Aber warum kommen die von da? Das verstehe ich nicht. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Hier hat sich was geöffnet. Einfach mal so. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist jetzt vielleicht sogar. Ne, wir sind da unten. Da oben ist nämlich noch ein Raum, den ich beim letzten Mal noch öffnen wollte. Den habe ich aber irgendwie nicht bekommen. Seltsamerweise. So, wollen wir jetzt erst die Brille holen und dann hier alles. Warte mal, machen wir das mit. Mit welcher Waffe? Kettensäge habe ich gesagt, ne? Also nehmen wir uns die Kettensäge. Dann müssen wir erstmal hier die Viecher wegnehmen.
Ich wollte gerade sagen, die explodiert. So, oh, jetzt habe ich die schon. Verdammt, jetzt muss ich mich aber beeilen und nicht so viel verschwenden. Da müssen wir lang, genau. Tür öffnen, jetzt haben wir nämlich alles im perfekten Blickfeld so. Und genau, die brauchen wir, die brauchen wir. Dann kommt hier gleich nämlich schon der nächste. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Na komm her. Hab ich. Gut, hier ist ein blauer Trank. Hier hinten, was haben wir hier noch gehabt? Oh, hier ist noch eine Tür. Hatten wir die beim letzten Mal auch schon gesehen? Und geöffnet? Guck mal, da kommt einer. Na komm, sieg doch mal. Da macht er mich hier halb fertig, nur weil er nicht sieht. Oh, da ist noch einer. Na komm. Komm schon, dich nehme ich auch noch mit. War da noch einer? Nee. Das war bloß eine Leiche. Hier einmal aufmachen. Hallo, wo ist er denn? Da ist er. Hab ich den? Ja, den hab ich. Oh, da ist. Da geht's weiter. Na komm, ich hab ich. Und da ist noch einer. Ich glaube aber so gut oder so produktiv, sag ich mal, ist es nicht mit der Kettensäge, wenn wir so eine Gegner haben, die uns abknallen. Das ist gegen die großen Viecher ist es besser, ne? Ich glaube, wir sind sogar schon in den Räumen hier hinten drin. Werden wir hier trotzdem weiterlaufen. Und wir haben schon wieder jemanden gehört. Ich weiß nur nicht, wo er herkommt. Ach, guck mal, da ist noch so ein Schädel mit Feuer. Ich weiß gar nicht. Haben die eigentlich einen Namen hier wirklich? Also so einen richtigen Namen? Die Viecher? Von irgendwo werde ich gleich wieder... es hört sich nämlich an wie diese großen Viecher. Oh, da. Habt ihr gesehen? Ich hab ihn gesehen. Oh, jetzt hört das langsam auf. Und wir haben die roten Schlüssel, sehr schön. Ich glaube, den roten hat man beim ersten Mal schon gehabt, ne? Wo haben wir jetzt den zweiten? Hä, wir haben die ganze einfach umgangen. So, 70% Leben haben wir noch. Das ist eigentlich ganz gut, glaube ich. So, hier ist nichts, da ist nichts. Da kommt einer. Alles klar, mal gut, dass wir die immer rechtzeitig sehen. Dann sind wir also von hier hinten. Wir sind die ganze Sache umgangen. Ist ja interessant, würde ich sagen. Oder? Das habe ich beim letzten Mal halt auch nicht so gesehen. Hier ist die Brille, sehr schön. Jetzt haben wir die Brille wieder und jetzt können wir nämlich gleich weitermachen. Kurz auf die Map gucken. Wo waren wir gewesen, wo sind wir noch nicht gewesen? Eigentlich haben wir jetzt hier alles. Hier haben wir noch unsichtbar, sind wir jetzt auch noch, genau. Wo denn? Unsichtbar wieder, oder was? Ich gehe mal hier durch. Ja, genau hier. Hinter mir? Nee, gut. Wieder zu weit. Da nicht, da nicht. Hier ist noch Leben, den nehmen wir mit. Hier haben wir so gut wie fast alles gekillt, ne? Hier ist nochmal fette Munition für alles. Oh, glaube ich jedenfalls. Warte, die große Kiste ist, glaube ich, Munition für alle, ne? Oder für alle Waffen. Da ist er. Na komm. So. Dann haben wir das. Haben wir das. Ich darf mich nicht so lange hier aufhalten, weil die Brille ja auch ein ganz schlapp macht. So, hier vorne sind wir jetzt, ne? Wir haben jetzt welche Schlüssel? Den blauen haben wir noch nicht, oder? Dafür müssen wir, glaube ich, hier durch, dadurch. Ne, hier sind wir durchgekommen schon. Eigentlich waren wir ja schon, ne? Aber irgendwo muss ja hier noch der Schlüssel sein. Hier haben wir alles. Hier hinten ist nichts weiter... Doch, hier war... Ja, jetzt haben wir den, ne? Jetzt haben wir den blauen Schlüssel auch noch. Und hier haben wir noch Leben. Ach, wir haben 112. Ne, 102. Entschuldigung. Dann geht's wieder zurück. Dann haben wir die beiden Schlüssel. Dann könnten wir eigentlich die Türen soweit schon öffnen und dann können wir nämlich nach hinten verschwinden. Hallo, wo geht's denn jetzt hier wieder raus? Jetzt habe ich mir verlaufen, na toll. Wir müssen dort lang, hier. Ah, jetzt habe ich den. Ich habe den Ausweg gefunden. Okay. Und was macht jetzt denn nur der Schalter? Ich weiß es immer noch nicht. Naja, was soll's. Da lang, da lang, da lang. Hier wieder raus, genau. Und einmal rechts um die Ecke öffnen. So, und dann können wir nämlich die Tür auch öffnen. Und hier brauchen wir ja nur noch, das ist nämlich die Exit-Tür. Exit. Genau, und die können wir nämlich... Na komm, öffnen. Danke. Wir hatten aber irgendwo noch eine Waffe ach, die finden wir nachher erst, ne?
Das ging dann hier entlang, da entlang, da entlang und genau, hier waren wir drinnen. Hier müssen wir rein, genau. Und soweit haben wir nämlich alles fertig und zwar im Eiltempo, würde ich sagen. Also wenn man weiß, worum es geht oder wo es lang geht, dann hat man es irgendwann raus, ne? So, hier öffnen sich nachher die Seiten. Wir fangen mal an. Guck mal, hier. Ach, guck mal, ist sogar markiert, so. Und ich wundere mich immer, hey, waren wir hier schon, waren wir da schon? Wir rennen erstmal hier rein. So, da haben wir nämlich die gute Waffe. Oh, jetzt haben wir das schon eingesammelt. Wollte ich eigentlich noch gar nicht einsammeln, aber nicht schlimm. Na komm. Ey, das ging ganz gut jetzt gerade, ne? Guck mal, hier hat sich was geöffnet. Da ist ein Schalter. Was hat sich jetzt geöffnet? Oh nein. Aber guck mal, hier sind wir letztes Mal gestorben. Na gut, dass uns jetzt hier nichts passiert ist. Ach, das ist die Waffe. Auch gut. Müssen wir uns jetzt schnell durchbewegen. Und zwar, wenn er wieder hochgeht. 3, 2, 1, let's go. Zack, Hammer. Hier ist links und rechts nichts. Doch, hier ist was. Von da kamen wir. Da sind wir jetzt rein. Also gehen wir jetzt hier rein. Also wir gehen jetzt hier immer alles durch. Hier scheint nichts zu sein, niemand. Hier ist einfach bloß Blut, mehr nicht. Doch, ah doch, hier geht's los, ab. Und zwar müssen wir die Viecher hier alle killen. Und zwar ganz schnell, bevor sie uns killen. Aber das ging ja ganz gut, sehr schön. Hier ist nochmal Munition für alles. Und was hat der hier hinterlassen? Schrotmuni. Dann haben wir hier nochmal Schrotmuni und hier auch nochmal. Gut, können wir aber nicht mehr sammeln, weil wir haben ja unsere Schrotflinte voll. Wir können ja nur 50 tragen. Soweit so gut. Öffnen sich die Seiten schon. Also ich meine die Seite und die Seite und die Wand. Also die Wände öffnen sich. Ich glaube aber erst, wenn wir hier lang gegangen sind, oder? Wir rennen hier einfach mal rein. Nee, da ist Exit. Da brauchen wir also den Schlüssel noch. Wir müssen nochmal zurück. Nee, doch. Alles klar, sah gerade so aus, als wenn wir hier gerade... Ja, jetzt haben wir noch die Tür hier. Also sagt... Hier wäre jetzt die Kettensäge auch nicht verkehrt gewesen. Aber ist nicht so schlimm. Ja, wir rennen hier einmal im Kreis. Da haben wir nämlich noch welche. Die nehmen wir uns weg. Alter, wie lange brauchen die denn? Da wäre jetzt die andere effektiver gewesen. Hier die, genau. Na, die Kettensäge. Jetzt haben wir das aber fertig. Ach, hier ist der Lacht der da eben schon? Nee, ne? Na wo? Komm her, wo bist du? Ich habe ihn nämlich gerade schon wieder gehört. Der rennt hier irgendwo schon wieder rum. Oder ist hier irgendwo ein Geheimer gegangen? Wo sind wir überhaupt jetzt? Es hat sich gerade... Ist hier gerade wieder was geöffnet? Hat sich so angehört. Hä, wo... Moment, Karte. Wir sind... Ich sehe mich gerade nicht. Ach, da sind wir. Nee, hier ist nichts weiter. Glaube ich, in einem Raum, wo wir gerade vorher gewesen sind oder wo wir gleich hin müssen. Oder weil hier jetzt alles aufgeht, genau. Und wir schießen auf alles, was sich bewegt. Wir sind der Mann mit Eier auf dem Mars. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja, und dann sind wir einmal rum. Und wir können jetzt den Ausgang benutzen. Der Ausgang, welcher war das? Da, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ne, hier sind wir gewesen, dann sind wir da lang. Hier war der Ausgang. Ja, genau. Und hier steht Exit. Da können wir durch und... Oh nein, was ist das denn? Ja, ja, so blau. Alter, hier geht's ja auch. Hier hat sich einmal alles geöffnet. Boah, was ist das denn? Das ist doch kein... Das ist doch keine richtige Map oder was? Hä, was soll denn das? Das ist doch nicht der Ausgang. Rüstungsbonus. So, hier haben wir nochmal Gesundheitsbonus. Sehr schön. So kriegen wir immer mehr. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch alles. Könnte sein. Also so weit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Da vorne ist auch nochmal Heilung, aber die brauchen wir jetzt wohl nicht. Und einmal hier. Dann geht es hier nämlich weiter. So. Aber da hinten war da auch noch eine Tür, wo wir noch nicht waren. Was ist das denn jetzt? Ein Computer? Computer, was? Jetzt haben wir die ganze Map aufgedeckt, so wie es aussieht. Und wir befinden uns wo? Ach da. Alles klar. Hä? Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ach, wir sind im Kreis gerannt einmal. Wir müssen hier immer zurück.
und zur anderen Tür nochmal zurück, da wo wir nämlich hergekommen sind. Also hier entlang. Zack. Jetzt habe ich, also wir sind immer im Kreis gerannt. Wir haben die Tür geöffnet, da wo Exit drauf stand. Aber in Wirklichkeit war gar keine Exit-Tür. Es war nämlich eine Verarsche. Eine Verarsche vom Spiel. Wir haben ein Geheimnis aufgedeckt. Boah, Alter. Boah, hinter mir auch. Alter, leck mich. Also immer, wenn man irgendwas erreicht hat, dann kommt was Neues. Also dann spawnen irgendwo irgendwelche Viecher. Und der hat sich geöffnet. Das war die Tür. Hier, das war der kleine Gang. Mehr wartet nicht. Und das hat sich geöffnet. Da waren die... Da. Na komm. Nein, fuck. Jetzt dürfen wir nicht sterben. Stirb. Ich hoffe, das war's. Dann können wir nämlich hier jetzt rein. Zack. Gesundheit und... Exit. Wieder so ein... Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich jetzt, dass wir wieder ein Problem hätten. Haben. Also nehme ich mal die Kettensäge, falls wir jetzt wieder irgendwie verarscht werden. Na komm. Drück den Knopf. Ah, wir wurden doch nicht verarscht. Und wir haben es sogar geschafft. Sehr schön. Kills 100%. Gegenstände haben wir nicht alle, aber... Und Geheimnisse haben wir 100. Dass ich das nochmal erlebe, dass ich Geheimnisse auf 100% kriege, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und das war so eine Art Speedrun. Einfach nur, weil wir zwei ganze Folgen vorher noch, sag mal, alles abchecken konnten. Das heißt, wir waren ja erfahren in dem Gebiet. So, und als nächstes kommt da unten. Genau, also wir haben von oben angefangen und arbeiten uns nach unten. Das ist jetzt... Oh, am liebsten würde ich jetzt speichern, damit wir die Kettensäge gleich in der Hand haben. Aber leider ist das nicht möglich. Oder ich spiele einfach weiter. Also die Musik, die ist schon mal positiv, finde ich. Na gut, hier machen wir auf jeden Fall jetzt also in der nächsten Folge weiter. Ich habe ja gesagt, eine Folge, ein Level, eine Folge, so. Und mal sehen, was uns jetzt erwartet. Hoffentlich werden das nicht wieder so viele Folgen auf einmal. Aber trotzdem, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.